Ich bin unterwegs auf dem größten Gletscher Europas. Island ist geprägt vom Wind. Es kann stürmen und ein paar Kilometer weiter kann Windstille herrschen. Und das Land ist geprägt vom Meer. Stürmisch, ruhig, aber immer präsent und immer schön. Und Island, das heißt Natur, das heißt Frieden, das heißt Stille. Mein Name ist Stefan Wiesner und ich bin Landschaftsfotograf. Ich bin in Island, um Polarlichter zu fotografieren. Weil man die nur im Winter sieht, bin ich im Februar gekommen. Mein Plan ist es, die südliche Ringstraße abzufahren und auf eine klare Nacht für die Sternenfotografie zu hoffen. Auf mich warten wunderschöne Orte, das Meer, die Gletscher und auch die isländische Tierwelt möchte ich fotografieren. Die große Herausforderung wird das Wetter sein. Für Polarlichter brauche ich einen klaren Himmel und der Wetterbericht hat Sturm und Regen angesagt. Es kann jederzeit Schnee und Hagel geben. Aber genau das ist es, was die Landschaftsfotografie für mich so spannend macht. Das Unbekannte, die Jagd nach dem Zielfoto. Vom Flughafen im Westen fahre ich zunächst zur kleinen Stadt Vik. Dort möchte ich den schwarzen Strand zum Sonnenaufgang fotografieren. Als Landschaftsfotograf bin ich meistens schon vor Sonnenaufgang unterwegs. Wenn sich der Himmel verfärbt und die Sonnenstrahlen alles in einem warmen Licht erleuchten lässt, dann kann ich häufig die schönsten Fotos machen. Aber jetzt muss es schnell gehen. Mit dem ersten Licht kommen auch die Touristenmassen. Und dann zeigt mir die isländische Natur, dass sie sich nicht einfach fotografieren lässt. Scheiße, 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 Scheiße. Ah, bis zu den Knien. Verdammt. Und das ist nicht gerade ein Sohlebad hier, ist echt kalt. Dann bin ich also zurück zum Auto, wirklich Hose ausgezogen, Socken ausgezogen, frische Hosen, Schuhe an. Und dann gesagt, komm, jetzt bin ich hierher gefahren, komm hier nie wieder her. Jetzt muss ich nochmal hingehen. Bin zurück zum Strand gegangen. Und dann, jetzt kommt's, es gibt eine geheime Beach, da kann man nur im Sommer hin und nur bei Ebbe. Wir sind im Winter bei Flut hingegangen, nicht weiter erzählen. Und hier sind wir ganz allein und hier ist voll cool, weil hier ist die bessere Seite von den Felsen, ihr seht es ja. Licht kommt da rein, man sieht die ganzen Löwen, man sieht das Moos auf den Felsen. Voll cool, bester Ort bislang in Island, den ich hier gesehen habe. Kaum zu toppen. Warum ich das so interessant finde, kann ich gar nicht so genau sagen, weil warum geht ein Jäger jagen oder warum geht ein Briefmarkensammler seltene Briefmarken sammeln, keine Ahnung. Es ist einfach so die Jagd nach dem Foto, nach dem Gefühl, ich gebe das Beste, was ich kann. Es ist für mich auch immer so eine sportliche Herausforderung. Es geht nicht darum, jemanden irgendwie der beste Fotograf zu sein, das ist so ein Quatsch, sondern es geht darum, ich selbst möchte mit meiner Arbeit zufrieden sein. Draußen ist so richtig, richtig isländisches Wetter jetzt. Es stürmt so richtig doll. Es soll noch doller werden gegen späten Nachmittag. Jetzt sitzen wir hier rum und wir sind in Island. Zeit läuft so ein bisschen. Aber es stört mich im Moment gar nicht, weil wir haben einen super Morgen gehabt. Und ich glaube, das ist vielleicht auch ein Zeichen davon, dass ich älter werde. Früher hätte ich das nicht gekonnt, hätte ich durchgedreht. Oh nein, ich muss das machen. Wenn ich jetzt sage, wir haben einen guten Vormittag, sehr gut, wir haben morgen mit Sicherheit einen guten Abend. Da kann ich jetzt auch ein bisschen ruhig machen, Kraft sparen. Weil so eine Woche auf Fototour ist immer anstrengend und früher habe ich das immer gemacht, dass ich mich verbraten habe die ersten 4 Tage und am Ende keinen Bock mehr hatte, weil ich K.O. war. Und jetzt schonen wir unsere Kräfte so ein bisschen, glaube ich. Mein Plan Nummer 1 ist, keine Rentiere zu überfahren heute Morgen. Und ansonsten fahren wir zum Sonnenaufgang zur Diamond Beach. Da liegen Eisblöcke am Strand und zum Sonnenaufgang sollte das mega schön sein. Großes Problem ist halt, dass wir fast orkanartigen Wind draußen haben. Aber ja, egal, dafür sind wir hier.
Ich warte immer darauf, dass Wasser um das Eis rumfließt. Und dann, wenn das wieder weggeht, dann entsteht so dieser Strömungseffekt auf dem Sand, von dem weißen Schaum auf den schwarzen Sand. Das sieht mega gut aus. Wir haben hier die Eisschollen am Strand, da vorne ist der Gletscher zu Ende, da bricht das Eis ab und schwimmt dann quasi mit dem Gletscherabfluss hier raus ins Meer. Und das Meer hat mit den Wellen treibt das dann wieder ans Ufer. Und auf dem schwarzen Sand fällt das helle Eis natürlich sehr viel mehr auf, als es sonst wäre. Dieser Kontrast Schwarz-Eis, das ist das Schöne. Ich stehe hier auf dem größten Gletscher von Island und wie man sieht, sehr spaltenreich. Und diese Spalten möchte ich in meinem Foto zeigen. Das heißt, ich versuche einen Winkel zu finden, wo ich möglichst viel Schatten drin auch zeige. Um die Uhrzeit geht das halt nur bedingt, damit man Spalten mehr sieht. Und ich versuche einen Winkel zu finden, der so ein bisschen eine führende Linie macht auf dem Berg dahinter, quasi wo der Gletscher herkommt. Ich habe die Canon EOS R in der Hand und hier mein Stativ dabei. Ich habe Steigeisen an, ich stehe auf dem Eisblock, um diesen Winkel zu haben. Und mein Stativ hat halt auch Steigeisen, also Spikes. Und ich nehme ein Stativ hier, das müsste ich nicht, ist hell genug, aber ich nehme das, damit ich ruhiger arbeite. Ich kann mal einen Schritt zurückgehen, ich kann mal Luft holen, ich kann mir meine Bilder nochmal angucken, nachdem ich Luft geholt habe. Und ich habe bessere Ergebnisse, wenn ich mit Stativ arbeite, weil ich ruhiger und langsamer arbeite. Die Diamond Beach und der größte Gletscher Islands sind absolute Highlights einer Islandreise. Doch auf dem ewigen Eis ist man den Elementen schonungslos ausgesetzt. Island ist eines der windigsten Länder der Welt, wie wir gerade merken. Stimmt definitiv. Jetzt sind wir hier am Jökulsárlón Gletscher und wie man hört, der Wind ist fast weg, hat fast gar keinen Wind mehr, während wir vorhin fast von den Füßen geblasen wurden. Also richtig, richtig böser Sturm und hier fast gar nichts mehr. Das ist typisch Island, man fährt 3 Kilometer und das Wetter kann ganz anders sein. Der Gletschersee hier, hier ist der Gletscher zu Ende, das schmilzt, die Eisblöcke lösen sich und das macht das Ganze hier so speziell, diese Eisblöcke, die hier rumtreiben, riesig groß teilweise. Man hört das auch, man hört so ein bisschen Wellen, man hört so ein bisschen das Eis sich hier bewegen. Also ein unglaublich schöner, wirklich so richtig beeindruckender Ort. Autofahren auf Island, das heißt manchmal 100 Kilometer geradeaus zu fahren. An vielen Stellen ist die Straße mit Schnee bedeckt und ich habe dennoch das Gefühl, der Einzige zu sein, der sich an die Geschwindigkeitsbegrenzung hält. Ich erreiche schließlich das Vestrahorn, ganz im Osten von Island. Dort möchte ich den Berg mit seiner Spiegelung im Meer fotografieren, darüber die Aurora. Und heute Nacht soll es endlich sternenklar sein. Es ist vielleicht meine einzige Möglichkeit, Polarlichter zu sehen. Niemand kann sicher sagen, ob man sie sehen wird oder wann. Immer wieder stelle ich mein Stativ am Meer auf und prüfe die Reflexion des Vestrahorns im Wasser. Ich fotografiere im Moment das Wasser und den Berg, eine Spiegelung von dem Berg in dem Wasser und vor allem die Schaumkronen. Die Schaumkronen verändern sich, je nachdem, wo die Wellen stehen. Ich versuche das so zu machen, dass die Welle kommt und gerade wieder weggeht. Und dann habe ich mit der Langzeitbelichtung
quasi so Striemen auf dem Wasser. Das sieht ein bisschen dynamischer aus, sieht nach Bewegung aus und gibt dem Ganzen ein bisschen Pep. Zurück im Restaurant checke ich noch einmal den Aurora Forecast. Die nette Gastgeberin zeigt mir zum Café den lokalen Wetterbericht. Es sieht gut aus. Es ist ein klarer Himmel für die erste Hälfte der Nacht angekündigt. So, auf geht's. Raus in die Kälte. Verdammt, da muss ich einen Scheiß machen. Jetzt stehen wir hier mitten in der Nacht, es ist gleich 12 und wir haben ganz schönes Mondlicht, wir haben fast Vollmond und die Aurora kommt so ganz, ganz bisschen durch, ganz links von dem Berg hat man sie gesehen, eben war ganz kurz ein schöner Bogen drüber, also sie kommt langsam, ich hoffe, da kommt noch ein bisschen mehr hinterher und durch den Mond ist fast Arbeit wie im Tageslicht, ist sehr, sehr einfach jetzt, man muss halt zur richtigen Zeit am richtigen Ort stehen, der Rest ist einfach. Zehn Sekunden, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Das ist perfekt, das ist schön. Sehr gut, ich liebe es, wenn der Plan funktioniert. Genau richtig, ein ganz schöner Bogen drüber. Spiegelung passt, Wasser ist genau die richtige Höhe, ruhige Wellen, kein Wind mehr. Endlich ist das Zielfoto im Kasten. Die Aurora mit Spiegelung vom Westerhorn im Meer. Vor allem aber ist es ein unbeschreibliches Gefühl, dort ganz allein in der Nacht am Meer zu stehen. Ja, diese Magie der Polarlichter, die haben mich voll in ihren Bann gezogen. Jetzt ist es aber auch schon wieder Zeit, nach Hause zu fahren. Bevor ich abfliege, muss ich aber noch eine Sache erledigen. Eine Woche Island geht zu Ende. Mein Traumfoto, die Aurora über dem Westerhorn, haben wir geschafft. Island, das ist der Wind. Und das ist das Wasser. Wasser nicht nur im Meer, sondern auch in Flüssen. Oder wie hier in wunderbarer Natur, in heißen Quellen.